bin Daniel Poppe. Ich bin dieses Jahr im Green Team für die Teamleitung und auch für den Antriebsstrang zuständig. Also die Formula Student Events sind in der Regel eine Woche lang. Sind so aufgebaut, dass man natürlich dann erst die ersten Tage mit der Anreise, mit Einrichten der Pit, mit dem ganzen Sortieren unserer Parts etc. hat. Da geht es in die statischen Disziplinen, die sich meistens so über 2 bis 3 Tage strecken. Und Richtung Wochenende hin finden die dynamischen Disziplinen statt, die dann eingeteilt sind in Acceleration, sprich Längsbeschleunigung, Querbeschleunigung, Simulation durch Skidpad, aber eben auch das Autocross und das Endurance. Das Autocross ist im Prinzip eine Rundstrecke, meistens so um die 1 Kilometer lang. Und das Endurance ist eben diese Rundstrecke, meistens auch mit ein paar Abänderungen, 22 Kilometer lang. Nach 11 Kilometern gibt es einen Fahrerwechsel. Und das ist eben aufgrund der Wichtigkeit der Punkte bzw. der Menge der Punkte die wichtigste Disziplin für uns. Mein Name ist Dennis Ilmatz. Ich arbeite als Marketing Service Manager bei Ceratizid und bin hauptsächlich verantwortlich für die ganzen Sponsoring-Aktivitäten und Events. Wir gehen mittlerweile in die 4. Saison gemeinsam mit dem Green Team und ja, wir sind stolz darauf, ein großer Teil von den Erfolgen vom Green Team aus den letzten Jahren zu sein. Durch dieses Sponsoring erhoffen wir uns als Ceratizid, dass wir natürlich bei den Studenten uns auch einen Namen machen, indem wir ja, mit unserem Know-how, mit unseren Werkzeugen hier eben supporten, dass die Studenten unsere Firma kennen, dass sie wissen, für was wir stehen, was wir können und auch einfach durch dieses Projekt einen Beitrag zu leisten für die E-Mobilität der Zukunft. Denn die Studenten können einerseits natürlich hoffentlich irgendwann unsere eigenen Kollegen sein oder eben dann auch Kunden der Zukunft. Deswegen sind solche Sponsorings mit Studententeams für uns sehr wichtig. Und neben den Aspekten, dass wir natürlich unsere Marke auch platzieren wollen bei den Studenten, ist es auch einfach ein richtig cooles Projekt, das wir gerne unterstützen, weil wir auch gesehen haben, wie die Studenten wirklich Tag und Nacht ackern für das Projekt und wirklich alles in dieses Projekt stecken. Und es ist auch schon ein Grund natürlich, dass wir sagen, wir wollen weiterhin Sponsor bleiben, wollen weiterhin unterstützen und ein Teil von dieser Erfolgsstory sein. Also grundsätzlich, der Grundgedanke beim Green Team ist einfach die pure technische Begeisterung und Faszination. Wir sind alle hier, um etwas Technisches zu schaffen, was es davor noch nicht gab, Systeme zu verbessern, über uns selbst aber auch herauszuwachsen, gerade dadurch, dass wir zum Teil horrende Arbeitsstunden hier reinstecken und wir auch kein Geld dafür bekommen. Aber im Endeffekt sind wir der Meinung, dass es sich lohnt, um dieses Abenteuer auch quasi mitzunehmen und nach diesem Jahr als besserer Ingenieur auch hier rauszugehen. Die wir uns natürlich vor der Saison erhofft hatten, sind wir trotzdem enorm stolz auf uns. Die Rennen haben gezeigt, dass wir wieder ein Top-Auto bauen konnten, welches ohne die unglücklichen Probleme wieder zur Weltspitze hätte fahren können. An der Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem starken Partner Ceratizid für die wiedermals tolle Zusammenarbeit und freuen uns jetzt schon auf die kommende Saison, in der wir wieder alles dafür tun werden, zurück in die Erfolgsspur zu kommen und uns den Weltmeistertitel zurückzuholen.